Ja, GPT-4 ist ja jetzt schon seit einigen Tagen in ChatGPT Plus integriert, also in der Bezahlversion von ChatGPT. Und in diesem Video werde ich jetzt mal einen Live-Vergleich machen zwischen GPT 3.5 und GPT-4. Außerdem werde ich auch darauf eingehen, was eben so die Neuerungen sind und ob es sich eben lohnt, GPT-4 zu nutzen. Viel Spaß! Ja, GPT-4 ist ja die neue Version des Sprachmodells von OpenAI. Es gibt ja auch diesen Blogpost von OpenAI, wo ganz, ganz viele Dinge drin stehen, wie GPT-4 eben besser ist als GPT 3.5, beziehungsweise was die Verbesserungen sind. Ich würde aber empfehlen, dass du dir meinen Blogpost durchliest, wenn du dich weiter für GPT-4 interessierst. Den verlinke ich dir in der Videobeschreibung, denn da habe ich die wichtigsten Punkte ja einfach auf den Punkt gebracht und es ist einfach viel übersichtlicher und du siehst hier sofort, was die Neuerungen sind. Natürlich möchte ich dir das jetzt in dem Video auch, möchte ich darauf kurz eingehen, aber der Schwerpunkt des Videos wird einfach ein direkter Test sein. Also ich möchte wirklich testen, was kann GPT-4 im Vergleich zu GPT 3 bzw. GPT 3.5 und trotzdem aber kurz hier ja einen schnellen Überblick zu den Neuerungen. Und zwar GPT-4 wurde am 14. März veröffentlicht, wobei das stimmt eigentlich gar nicht. Am 14. März 2023 wurde nicht direkt GPT-4 veröffentlicht, sondern es wurde eigentlich nur eine Art Vorversion von GPT-4 veröffentlicht. Warum ist das so? Wenn man sich durchliest, was GPT-4 kann, wie gesagt, ich verweise hier auf meinen Blogbeitrag, dann sieht man, dass da einige ganz interessante Dinge dabei sind. GPT-4 ist ein multimodales Modell. Das bedeutet, es kann jetzt nicht nur Texteingaben verarbeiten, sondern es kann auch Bildinput verarbeiten. Das heißt, man kann dann auch ein Bild eingeben. Ich glaube, da ist eben auch ein gutes Beispiel drauf. Genau, ein Bild eingeben und ja, GPT-4 kann das dann analysieren und kann dir dann zu dem Bild was sagen. Zum Beispiel hier wird gefragt, was ist komisch? Was ist denn komisch an diesem Bild? Und dann antwortet GPT-4 korrekt, naja, es ist halt komisch, dass dieses Kabel hier in einem Smartphone steckt, weil das ist ja kein Smartphone-Ladekabel, das ist ja ein VGA-Kabel und so weiter. Und das ist schon ziemlich beeindruckend. Also GPT-4 kann Bilder analysieren und dann darauf auch antworten. Allerdings, weil das war ja im Vorfeld auch so ein Gerücht, dass GPT-4 dann direkt Bilder generieren könnte, das kann GPT-4 eben nicht. Wie ich es in meinem Blogpost eben geschrieben habe, Input, Bilder und Text, Output, Text. Warum habe ich vorhin gesagt, GPT-4 ist eigentlich gar nicht veröffentlicht, sondern nur eine Vorversion? Ganz genau deswegen, denn genau diese Funktion zum Beispiel steht noch nicht zur Verfügung. Also auch wenn du jetzt in ChatGPT Plus GPT-4 nutzt, kannst du auf diese Funktion derzeit nicht zugreifen. Und das ist aber nicht alles, worauf du noch nicht zugreifen kannst. Und zwar eine weitere große Ankündigung war, dass GPT-4 eben viel mehr Wörter verarbeiten kann, Input sowie Output. Das heißt, GPT-4 kann dir quasi einen Output von bis zu 25.000 Wörter in etwa liefern, also einen extrem langen Output. Das wäre eigentlich schon ein kleines Buch sozusagen, aber diese Funktion steht ebenfalls noch nicht zur Verfügung. Das ist eigentlich genauer gesagt die Funktion GPT-4 32K, weil das steht, glaube ich, für 32.000 Zeichen. Keine Ahnung. Jedenfalls ist das der Name GPT-4 32K. Das ist der Name für dieses Modell, wo eben so lange Text-Outputs dann auch generiert werden können. Und ebenfalls das steht jetzt noch nicht zur Verfügung. Das heißt, das, was da eben veröffentlicht wurde am 14. März, das war eigentlich nicht wirklich GPT-4, sondern eine Vorversion von GPT-4. Und diese Vorversion können wir jetzt nutzen. Die nutze ich jetzt auch gleich im Video und die vergleichen wir jetzt auch gleich mit GPT 3.5. Denn weitere Neuerungen sind eben, dass GPT-4 einfach kreativer sein soll, besser sein soll beim, ja, was auch die Wahrheit und die Fakten betrifft, weil man weiß ja, ChatGPT produziert gerne falsche Fakten und Unwahrheiten und da soll eben GPT-4 verbessert worden sein. Konkret sagt OpenAI, dass GPT-4 in 80% der Antworten korrekt antwortet und nur noch bei 20% der Antworten sozusagen Fehler und falsche Fakten enthalten sind. Und generell soll GPT-4 auch viel kreativer sein und auch viel besser noch ja, Zusammenhänge darstellen können und genau das testen wir jetzt. Ich bin jetzt in ChatGPT eingeloggt, ich verwende die ChatGPT Plus Version und deswegen steht mir auch das Sprachmodell GPT-4 zur Verfügung. Wenn du die kostenlose Version von ChatGPT nutzt, dann kannst du leider GPT-4 noch nicht nutzen. Man weiß ehrlich gesagt auch noch gar nicht, ob es überhaupt jemals in der kostenlosen Version von ChatGPT integriert sein wird. Jedenfalls in der Plus-Version kannst du es nutzen, kannst du eben umschalten
Hier eben Default, das wäre eben, ja, das ist eben ChatGPT 3.5 Turbo, das ist eben die Version, die wir kennen, die extrem schnell ist. Die Legacy, das war so die erste Version von ChatGPT, die man eben noch von, ja, von November letzten Jahres kennt, wo es rausgekommen ist. Und GPT-4 ist jetzt eben die neue Version. GPT-4 ist übrigens deutlich langsamer als GPT 3.5 Turbo. Das merkt man sofort, wenn man es auch das erste Mal nutzt. Und derzeit ist es auch noch ein bisschen buggy, es bricht oft ab und man kann es derzeit auch nur für 25 Nachrichten für alle 3 Stunden nutzen. Also es gibt derzeit ein Limit. Steckt halt auch viel mehr Rechenpower dahinter, da eben der Output ja besser, genauer, korrekter sein soll und auch kreativer sein soll. Und genau das testen wir jetzt. Eingangs jetzt nochmal kurz, wenn ich jetzt einen Prompt eingebe bei GPT 4 Plus und ich sage, erstelle mir einen Text zu unserem Universum. Egal, ich habe jetzt nur irgendwas eingegeben, dann wird man sofort eine Sache bemerken. Und zwar GPT-4 ist extremst langsam. Also es ist derzeit ist es extremst mühsam, noch GPT-4 zu nutzen. Also das ist wirklich extrem langsam. Und aus diesem Grund, weil es so langsam ist, habe ich eben die Dinge, die ich zeigen möchte, jetzt im Video schon vorher vorbereitet, denn sonst müssten wir jedes Mal da ewig lange warten, bis der Text fertig geschrieben ist. Also jetzt schon mal am Anfang zum Einstieg des Videos ein großer Nachteil von GPT-4 derzeit. Es ist wirklich extremst langsam. Denn ich klicke jetzt mal auf Stopp, wenn ich jetzt diesen gleichen Prompt bei GPT 3.5 eingebe, und das startet, da sieht man, da rattert das runter, da ist das sofort fertig. Da habe ich den Satz eigentlich noch fast gar nicht fertig gesprochen. Dann hat er mir hier schon diesen Absatz geschrieben und so weiter. Also hier mal der Unterschied. Ja, GPT 3.5 Turbo ist nach wie vor ja, 10-mal angenehmer zu nutzen derzeit als GPT 4. Aber wie gesagt, das soll jetzt keine große Kritik sein, denn ich denke, das ist halt jetzt, es wurde halt erst vor ein paar Tagen eingeführt. Das ist jetzt so diese Vorversion. Wir haben auch noch nicht diese anderen Features und deswegen möchte ich da jetzt noch keine Kritik üben. Jetzt kommen wir aber mal zu dem wirklichen Vergleich. Das heißt, ich habe jetzt diese Prompts, ich habe jetzt ein paar Tests gemacht und habe die jeweils einmal in GPT 4 eingegeben und einmal in GPT 3.5. Und wir vergleichen jetzt einfach mal den verschiedenen Output. Der erste Prompt, den ich eingegeben habe, ich mache das auch mal größer, ist: Erstelle mir ein Outline für einen Blogbeitrag zum Thema Online Geld verdienen. Der Blogpost soll umfangreich sein und das Thema ganzheitlich behandeln. Okay, das ist jetzt GPT-4. Was hat mir GPT-4 hier rausgegeben? Also GPT-4 hat mir hier einen wirklich, ich nehme es schon mal vorweg, ein wirklich großartiges Outline erstellt. Also hier hat mir gleich einen Titel generiert, Online Geld verdienen, umfassender Leitfaden zu den besten Methoden und Strategien. Das ist ein guter Titel, außerdem hat er das Hauptkeyword Online Geld verdienen auch gleich front geloaded, also am Anfang platziert. Im Grunde ist das echt so ein Titel, so wie ich ihn auch geschrieben hätte, wenn ich einen Blogpost zu diesem Thema geschrieben hätte. Und dann hat er diese Themen hier aufgesplittet, ist ja jetzt nichts Besonderes, man hat sich schon oft ja mit ChatGPT vielleicht ein Outline erstellen lassen, das haben sicher viele schon gemacht und ich auch schon tausendmal, aber das Outline an sich ist wirklich ziemlich gut. Also hier mal, gut, okay, Einleitung, Vorstellung des Themas Online-Geld verdienen, Gründe für die Attraktivität des Online-Geld verdienens, Ziel des Blogbeitrags, umfassende Informationen und Strategien bereitstellen. Okay, aber das Coole ist, er hat dann wirklich eben, ja, populäre Möglichkeiten aufgezählt und dann eben auch quasi Untertitel, Unterüberschriften generiert, also die einzelnen Bereiche nochmal aufgesplittet und das macht auch richtig Sinn. Also er startet hier mit Freelancing und dann Plattformen wie Upwork, Fiverr, Freelancing, dann eben Dienstleistungen anbieten, Grafikdesign, Programmierung, Texterstellung, Tipps zur Profilgestaltung und Kundenakquise, dann Affiliate-Marketing, Funktionsweisen, Vorteile, beliebte Partnerprogramme, Amazon, eBay, Clickbank, also das macht schon echt Sinn, Strategien zur Bewerbung von Affiliate-Links und so weiter. Also ich möchte jetzt hier nicht einfach alles vorlesen, das ist eben der Output von GPT-4 und das ist wirklich richtig gut. Und dann zum Schluss eben noch, hat er dann noch einen Anhang, hilfreiche Ressourcen, Online-Marketing-Tools, Projektmanagement-Software, Webinare, E-Books und Kurse zum Thema, FAQ, häufig gestellte Fragen. Also das macht schon echt Sinn. Und dann hat er auch so andere Dinge noch eingebaut. Also hier am Anfang, wie gesagt, die verschiedenen Möglichkeiten. Freelancing, Affiliate-Marketing, Online-Shop, Blogging, Online-Kurse, digitale Produkte, YouTube und Podcasting, Social-Media-Influencer und dann eben noch Erfolgsfaktoren und Herausforderungen. Also richtig gut. Also das ist wirklich eine ganzheitliche Abdeckung. Aber was man hier sieht, gibt erstens mal, das hat
ewig gedauert. Das hat ewig gedauert. Wirklich, also das dauert schon länger als 5 Minuten oder 6 Minuten, bis er dir das erstellt hat. Und wie man auch sehen kann, er bricht dann immer wieder ab und du musst dann weiterschreiben. Es ist kein Problem, denn er schreibt dann wirklich an dieser Stelle weiter. Also er hat kein Problem damit, sich zu erinnern. Aber es ist halt auffällig, denn gerade GPT-4 wird ja damit beworben, dass es ja so viel verarbeiten kann, so viel Output raushauen kann. Und derzeit diese Vorversion, so wie ich es bezeichne, von GPT-4 kann eigentlich ja weniger Output liefern als GPT-3.5. Also es stockt immer und du musst dann auf Weiter drücken. Aber, und das ist das Gute, bei GPT-3.5 hatte ich das öfter, dass er sich dann nicht mehr korrekt erinnern konnte, was er vorher geschrieben hatte. Das passierte öfter und das passiert mir bei GPT-4 eigentlich nicht. Also immer wenn du weiterschreibst, korrekt an der Stelle, er kann sich genau erinnern, was war vorher die ganze Thematik. Also das funktioniert richtig, richtig gut. Aber wie gesagt, der Output derzeit sehr kurz und extrem langsam. Vergleichen wir das Ergebnis. Ich habe das den ganz selben Prompt eingegeben bei GPT-3.5. Ich scroll nochmal nach oben. Es fällt gleich auf, das ist viel, viel kürzer. Hier eben Model Default GPT-3.5. Es ist eine Kopie des Prompts. Ich stelle mir ein Outline für einen Blogbeitrag zum Thema Online-Geld verdienen. Der Blogpost soll umfangreich sein und das Thema ganzheitlich behandeln. Und dann haben wir hier auch wieder Einleitung, das war so ein bisschen ähnlich. Ich glaube, Definition von Online-Geld verdienen, warum Online-Geld verdienen immer beliebter wird. Naja, also ich glaube auch die Einleitung war besser aufgesplittet bei GPT-4.5. Dann hier Möglichkeiten zum Online-Geld verdienen. Dann hat er hier schon Möglichkeiten reingebracht: Online-Umfragen, Affiliate-Marketing, Content-Erstellung, Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, Online-Handel, Online-Kurse und Schulungen, Crowdfunding, Geld verdienen durch Social Media Plattformen. Ja, er hat schon Eckpunkte reingebracht, das ist auch nicht schlecht, aber da war eben GPT-4, ich klicke da nochmal zurück, jetzt bin ich wieder auf GPT-4, war da schon nicht nur mehr im Detail, sondern ich glaube auch mehr Möglichkeiten. Wir zählen mal kurz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja gut, er hat 7 verschiedene Möglichkeiten, aber er hat es einfach besser formuliert, also zum Beispiel so hier auch ganz konkret, Social Media Influencer und so weiter und dann eben gleich diese Dinge darunter. Wenn ich da zurückgehe, auf jetzt bin ich wieder auf 3.5, da hat er zum Beispiel so geschrieben, Geld verdienen durch Social Media Plattformen, das ist halt viel, ja, allgemeiner, denn ja, wie sollst du da jetzt Geld verdienen? Entweder als Influencer oder sollst du das nutzen, um deine Produkte zu verkaufen über Werbekampagnen? Also da war mir natürlich GPT-4, der Output ist einfach besser. Ich glaube, wenn man das jetzt so vergleicht, dann hier dann nochmal Vorteile, ich bin noch bei 3.5, Vorteile und Nachteile des Online-Geldverdienen, Vorteile, flexible Nachteile. Da hat er dann ein bisschen so auch eben diese Unterkapitel noch eingeworfen, dass man da gleich ein bisschen mehr Kontext hat. Die besten Plattformen, um Online-Geld zu verdienen, ja, das passt nicht so 100% ins Konzept, weil, wie gesagt, er hat bei GPT-4 hat er zum Beispiel gesagt Freelancer und dann hat er die Plattformen direkt für Freelancer direkt dort aufgezählt. Da hat er jetzt verschiedene Möglichkeiten vorhin aufgezählt und dann sagt er so die besten Plattformen. Das passt nicht eins zu eins zusammen. Also das Outline von GPT-4 ist tatsächlich viel, viel besser. Man müsste da vielleicht auch nochmal drüber gehen, bevor man dieses Outline jetzt eins zu eins, würde ich jetzt nicht übernehmen. Aber als Ausgangspunkt ist das Outline von GPT-4 deutlich besser als von GPT-3.5. Ja, und dann hier noch Tipps und Tricks zum Online-Geldverdienen. Ja, Legalität des Online-Geldverdienens. Ja, Legalität würde ich es jetzt auch nicht nennen. Ich glaube, bei GPT-4, ich switche jetzt nochmal auf GPT-4, der hatte auch so ein Kapitel. Ja, genau, da war es hier. Rechtliche und steuerliche Aspekte, das gefällt mir schon deutlich besser als hier Legalität des Online-Geldverdienens. Ja, also man muss schon sagen, GPT-4 schlägt hier GPT-3.5 von der Qualität des Outputs. Das ist hier einfach so. Also das Outline, der Output von GPT-4 im Vergleich zu GPT-3.5 ist hier einfach besser. Jetzt gehen wir zum nächsten Beispiel und beim nächsten Beispiel starte ich jetzt mal mit GPT-3.5. Und zwar hatte ich den Prompt eingegeben, erstelle mir eine, ich habe mich sogar verschrieben beim Prompt, erstelle mir eine extrem gute Zusammenfassung zu dem Buch Die 4-Stunden-Woche, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben von Autor Tim
Ferris. Das war ein Buch, das habe ich, glaube ich, vor 15 Jahren oder so gelesen. Hat mich damals auch sehr inspiriert, so ein bisschen auch im Bereich Online-Business zu starten. Ich verlinke dir auch das Buch unter dem Video. Würde ich jedem empfehlen. Ist ein richtig cooles Buch. Und da hat mir eben GPT 3.5 hier eine Zusammenfassung geschrieben, die eigentlich ganz gut ist und die auch das Wichtigste beinhaltet. Ich habe ihm extra ein Buch genommen, das ich gelesen habe, damit ich das auch selber beurteilen kann. Das ist korrekt so. Ich will es jetzt auch nicht komplett vorlesen, um das Video nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Gehen wir aber mal gleich zu GPT 4. Das Erste, was auffällt, ist, ich musste hier auch wieder weiterschreiben, weil der Output so kurz ist, den er rausgibt. Aber bei GPT 4 ist alles wieder ein bisschen strukturierter. Denn was hier gleich auffällt, ist, dass er es hier gleich so mit diese vier Schritte einbaut und er hat das einfach besser gemacht. Also wir lesen jetzt mal nur kurz die ersten zwei Zeilen. Hier steht, die 4-Stunden-Woche, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben von Tim Ferriss ist ein revolutionärer Ratgeber, der zeigt, wie man durch Effizienz und Automatisierung ein erfülltes Leben mit Freiheit und Flexibilität erreichen kann. Ferriss stellt das Konzept des Lifestyle Designs, okay, an das kann ich mich jetzt so gar nicht erinnern, vor und teilt das Buch in vier Abschnitte. Die Schritte, Deal, ja, das stimmt, Definition, Eliminierung, Automatisierung und Befreiung umfassen. Ganz genau, das ist mir auch noch komplett hängen geblieben. Und dann macht er das so, dass er die Schritte durchgeht, eben Definition, Eliminierung, Automatisierung, ja, und Befreiung. Also das gefällt mir besser. Also wenn wir hier nochmal kurz auf GPT-3 switchen, da ist es halt nicht so strukturiert. Da lesen wir jetzt nur auch mal die ersten Sätze. Die 4-Stunden-Woche, mehr Zeit, mehr Geld, mehr Leben von Tim Ferriss ist ein Buch, das sich mit der Idee beschäftigt, wie man ein erfülltes Leben führen kann, indem man weniger arbeitet. Das Buch ist in drei Teile unterteilt, Definition, Elimination und Automatisierung. Okay, also da hat er auch was vergessen. Also es ist wirklich in vier Teile sozusagen aufgesplittet, grob gesagt. Hier sagt er eben drei Teile. Und er behandelt auch im ersten, im zweiten und im dritten Teil. Nein, also man sieht, GPT 3.5 ist hier auch wieder hoffnungslos unterlegen im Vergleich zu GPT 4. Also die Sache, die derzeit in dieser Vorversion, wie ich es bezeichne, kein anderer bezeichnet es so, aber für mich ist es eine Vorversion von GPT 4, die wir jetzt nutzen. Also man kann schon sehen, das stimmt schon, was da gesagt wurde, dass GPT 4 öfter korrekte Fakten liefert. Natürlich, wie gesagt, GPT-4 macht nach wie vor Fehler und OpenAI hat ja angegeben, dass es eben, wie gesagt, in 80% der Aussagen richtig liegt und in 20% eben noch Fehler hat. Kann ich jetzt so nicht überprüfen und ich weiß jetzt auch nicht, in wie vielen Prozent der Aussagen GPT 3.5 richtig gelegen ist im Vergleich dazu, aber ich kann definitiv zumindest aus diesen Beispielen, die ich hier gemacht habe und ich habe auch die letzten Tage ja GPT 4 genutzt, kann ich schon sagen, tatsächlich, dass der Output generell von GPT 4 ja mehr der Wahrheit entspricht in den meisten Punkten als eben GPT 3.5. Wie gesagt, das heißt nicht, dass GPT 4 keine Fehler macht. Die macht genauso Fehler. Es ist nach wie vor einfach eine KI. Das heißt, es werden einfach Wörter von Wort-zu-Wort-Wahrscheinlichkeiten generiert und da können immer Fehler einfließen. Und das ist auch bei GPT 4 so, aber es ist besser als 3.5. So, dann der nächste Test, den ich gemacht habe, und zwar, ich habe geschrieben, schreib mir ein Gedicht zum Thema Online-Marketing, denn es hat ja auch geheißen, hier im Blogpost, dass GPT 4 viel kreativer ist als GPT 3.5 und eben meine letzten zwei Beispiele, die ich dir jetzt zeige, die gehen ein bisschen in die kreative Richtung. Deswegen wollte ich GPT 4 jetzt mal ein Gedicht schreiben lassen, also GPT 3.5, Entschuldigung, das ist 3.5. Und das Ergebnis ist, ich lese mal nur die ersten Zeilen ein bisschen rein, im virtuellen Raum, wo alles geschieht, da wo sich das Internet erhält und flieht, okay, das macht jetzt schon keinen so einen Sinn, da gibt es auch Marketing, das online geht, um Zielgruppen zu erreichen, die es begehrt. Im zweiten Absatz noch, Online-Marketing ist wie eine Sonne, die strahlt und leuchtet, als gäbe es keine Konkurrenzzone. Mit SEO, Social Media und E-Mail-Marketing wird das Internet zum Ziel von Werbung. Naja, schauen wir mal, wie gut GPT 4 das macht. Also, wir haben hier wieder das Modell GPT 4 und man sieht schon wieder, ich musste wieder weiter drücken, weil er einfach nur so einen geringen Output liefert. Aber schauen wir mal, was er geschrieben hat. Im digitalen Meer, wo Daten fließen, wo Klicks und Cursor fortwährend sprießen, dort webt das Netz des Online-Marketings fein, verbindet Wünsche, Träume und Sein. Also, ich habe schon den Eindruck, es reimt sich besser. Zweiten Absatz noch.
Gefangen im Strudel der Informationsflut suchen wir nach Inseln, nach Werbung voller Glut. Die Botschaften, die uns erreichen, betören mit Versprechen, die unser Herz begehren. Ich finde es besser. Ja, also auch das hat GPT-4 besser erledigt als GPT-3.5. Und jetzt abschließend, und da muss ich mich selber loben, weil ich so einen kreativen Prompt eingegeben habe. Und zwar, ich wollte GPT mal einen Rap-Text schreiben lassen. Und mein Prompt war, und jetzt bin ich bei GPT-3.5, mein Prompt war, schreibe mir den Text für einen Gangster-Rap, der folgende Thematik behandelt. Der Papst wird zum größten Online-Marketing-Profi und begeistert die Massen so sehr, dass plötzlich jeder gerne seinen Kirchenbeitrag zahlt und darüber hinaus noch mehr Geld spenden möchte. Dadurch generiert der Papst so viel Geld, dass er im Vatikan einen neuen Dom bauen lässt, der bis in die Stratosphäre reicht. Also einen Gangster-Rap-Text. Schauen wir mal, was GPT-3.5 da generiert hat. Da sagt er, yo, hör mal zu, ich muss euch was erzählen von einer Geschichte, die euch die Schuhe ausziehen wird, Alter. Naja. Es geht um den Papst, den Mann mit dem Kreuz, der in der Kirche predigt. Doch hört euch das an, was er tut. Also man merkt schon jetzt im ersten Absatz, dass er natürlich versucht, so ein bisschen einen Rap-Style reinzubringen, obwohl er das jetzt nicht so geschickt macht. Also hier mal ein Yo, hier mal ein Alter. Ja, ich glaube, das haut jetzt keinen vom Hocker. Und vor allem, ich erkenne jetzt auch keinen Reim darin oder so. Aber geben wir uns noch den zweiten Absatz. Er hat das Online-Marketing-Spiel gewonnen. Er hat den Internet-Checkpot geknackt. Er hat seine Marke aufgebaut und seine Botschaft verbreitet. Und jetzt lieben alle ihn. Er hat sie alle verführt. Naja, jetzt schauen wir mal, ob er auf den Kontext eingegangen ist. Ich habe ja im Kontext geschrieben, dass er sich einen Dom bauen lässt, dass er so viel Geld generiert hat und sich einen Dom bauen lässt, der bis in die Stratosphäre reicht. Schauen wir mal, ob er das eingebaut hat irgendwo. Jetzt hat der Papst so viel Geld am Konto, dass er im Vatikan einen neuen Dom baut. Er ist so groß, dass er bis in die Stratosphäre reicht. Und jeder fragt sich, was zum Teufel er damit erreicht. Okay, der Absatz ist gar nicht so schlecht. Aber jetzt schauen wir mal zu GPT-4. GPT-4 Rap, wieder, wie gesagt, zweimal musste ich schreiben weiter, weil der Text zu kurz war. Aber wieder der gleiche Prompt und da hat das sogar in Verse und in Chorus, also Vers 1, das fällt gleich auf. Vers 1, Chorus, Vers 2, Chorus, Bridge, Vers 3, Chorus, Outro. Also das ist schon mal das Erste, was auffällt, bevor wir jetzt gleich noch reinlesen. Ich switch nochmal auf 3.5, ich bin auf 3.5. Da war das jetzt einfach so. Und wenn man jetzt, wie gesagt, auf GPT-4 wechselt, dann hast du das schon mal aufgesplittet in Verse. Und jetzt schauen wir mal, wie die Qualität ist. Jo, hört zu, ich erzähle euch die Story, der Papst Online-Marketing und eine Spendenkategorie. Er taucht auf in der Welt von Internet und Social Media, reißt alle Rekorde, sie nennen ihn den Online-Prediger. Ein bisschen mehr Reim ist da schon drin. Finde ich mal. Okay, dann schauen wir mal, wie geht's weiter. Er postet auf Instagram, Twitter und TikTok. Die Leute lieben seine Worte. Sie sagen, oh mein Gott. Die Kirchenbeiträge fließen, die Menschen spenden gern. Denn dieser Papst bringt ihnen den Glauben, den sie so vermissen oder vermissten. Okay, also hier haben wir Reim drin. Das hatten wir in GPT 3.5 nicht. Chorus. Er ist der Online-Marketing-Guru, der Papst am Mic. Begeistert die Massen, macht sie alle so richtig high. Der Vatikan strahlt, das Geld fließt wie ein Fluss, das große Ziel vor Augen, der Megadom, der Papst ist der Boss. Okay, ja, also das ist auch besser. Also ich glaube, jetzt schauen wir mal, jetzt möchte ich noch darauf eingehen, ob er diesen Dom, wo hat er das eingebaut? Ah ja, hier in Vers 2, genau da sehe ich plötzlich Stratosphäre. Schauen wir mal, was da jetzt genau geschrieben wurde. Nun fließt das Geld, die Spenden steigen Tag für Tag. Der Papst, der Marketingprofi, wer hätte das gedacht? Die Kirchen voll, die Menschen beten, sie sind überzeugt, der Papst, der hat es einfach richtig drauf. Kein Zweifel, kein Pein. Er bringt den Glauben in die Herzen und alle stimmen ein. Das Geld wird jetzt investiert, eine Vision so klar. Ein Dom, der in die Stratosphäre reicht, das Projekt wird wahr. Es hat sich wieder gereimt. Also, und dann, genau. Ja, Megadom, bla bla bla, da hat es auch nochmal drin. Und dann Bridge, was ist die Bridge nochmal? Die Welt schaut auf, der Dom ragt in den Himmel hinein. Ein Symbol des Glaubens, der Liebe, der Einigkeit. Der Papst hat es geschafft, er hat die Herzen berührt. Der Glaube neu entfacht, Zukunft ist gesichert. Okay, das hat sich jetzt nicht gereimt oder so, aber insgesamt sieht man es auch hier. Also ich glaube,
Ich habe jetzt vier unterschiedliche Beispiele gemacht, also die letzten zwei jetzt Gedicht und dieses Rap-Text, das geht eben total ins Kreative rein, dann einmal eine Buchzusammenfassung und dann einmal die Outline-Erstellung von einem hochwertigen, ganzheitlichen Blogbeitrag. Und man muss halt schon sagen, in allen vier Aufgaben hat GPT-4 einfach besser performt als GPT-3.5. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, ja, GPT-4 ist besser als 3.5. Eigentlich sogar deutlich, aber es ist halt derzeit kaum nutzbar. Wie gesagt, kostenlos sowieso noch nicht nutzbar, aber es ist auch in der Plus-Version derzeit so derartig langsam. Und wie gesagt, diese ganz interessanten Features, dass du auch eine Bildeingabe machen kannst und dass GPT-4 dann auch wirklich extremst langen Output für dich machen kann mit diesem GPT-4 32K Modell. Das sind alles Dinge, die kommen in der Zukunft. Das heißt, da kommen auch einige spannende Dinge auf uns zu. Ich würde dir sagen, eben wie gesagt, den Kanal abonnieren, falls du ihn noch nicht abonniert hast. Denn hier gibt es immer wieder Tipps, Tricks auch rund um die Thema künstliche Intelligenz, aber auch Traffic-Aufbau, Online-Marketing, Online-Business, Blogging, WordPress etc. Also ein Abo lohnt sich definitiv. Ja, und zum Abschluss noch einen Tipp und ich verlinke dir das unter dem Video. Wenn du auf meinem Blog vorbeischaust, robert-leitinger.com, dann auf Blog gehst, hast du hier auch das Thema künstliche Intelligenz. Da sind eben die ganzen KI-Themen drin, ganz, ganz viel auch zu ChatGPT generell, aber auch zu anderen KI-Themen. Hier ist eben auch der Beitrag zu GPT-4, aber auch ja, zu KI-Bildern, zu Tools, zu KI-Textgeneratoren, also ChatGPT für SEO nutzen etc. Also da findest du ganz, ganz viele Tipps eben ja, unter dem Video findest du den Link und auch gerne meinen Newsletter abonnieren, wenn du in dieser Thematik einfach informiert bleiben möchtest. Das war's jetzt aber mit diesem Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Vielen Dank dafür und ich hoffe sehr, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!